Alles gut. Ich habe richtig Muskelkater. Bin richtig super. Wir haben was Tolles zugeschickt bekommen. So, also, wer fängt an? Dann fange ich an mit Willkommen bei Pulver Boys. Den besten Gaming-Channel. Ach, scheiße. Schon zu lange nicht mehr gemacht. Moin. Ach, Kacke, was ist denn los, ey? Wollen wir nach der Arbeit, ey? Dann bin ich auch immer so fertig. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für Gaming Booster im deutschen Internet. Heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe von Holy. Haben wir ein Paket erhalten. Ihr wisst ja, wir sind ja ein bisschen schon gepartnert. Ja. Unter anderem mit Holy. Es gibt eine wunderbare neue Sorte, die wir jetzt auspacken werden. Ich bin gespannt, was da drin ist. Vielleicht kriegen wir auch Goodies. Oh, ich weiß es nicht. Vielleicht eine Haimaske. Gerade angekommen, heute an dem Tag, wo wir auch aufnehmen. Das Paket ist ein bisschen in Mitleidenschaft geraten, aber das soll nicht schlimm sein. Dann wollen wir mal auspacken, oder? Wir sind heiß. Wir lieben ja Unboxings, ne? Das ist ja eigentlich... Da müssen wir eigentlich noch aus 5 verschiedenen Perspektiven jetzt führen. Plus so Kopfkamera. Unboxing mit weißen Handschuhen. Dieser eine Kanal. So bitte. Ich finde keine Öffnung. Einfach aufreißen. Oh, wir haben Post gekriegt. Aber guck erst, ob wir es zeigen dürfen. Ui, Post. Oh, hier ist Sticker. Holy Choppy Tiger, Holy Energy und den neuen Shark. Schön Holo, ne? Und eine Karte mit lieben Worten. Bisher waren ja die Geschmäcker auch sehr vielversprechend. Auch erst der vierte Geschmack von Holy. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil qualitativ Hammer, ne? Guck mal, geil. Boah. Da ist er mit dem neuen Shaker auch, ne? So. Sonst so Geld drin? Nee. Guck mal hier, Shaker mit dem wunderschönen geil drauf. Ist cool. Ja, Design gefällt mir ganz gut. Und dass wir auch in diesem, sag ich mal, in diesem Tierkosmos dann bleiben, ne? Ja. Von den Namen, von den Sorten. Was soll das denn geschmacklich sein, Marvin? Also, Geschmack haben wir laut Beschreibung eine Erdbeermandarine. Also Strawberry Tangerine. Also, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich mir vorstellen kann darunter. Ich vertraue einfach der Holy Art. Ihn. Ja. Dass es gut wird. Da sind wir nämlich gespannt. Ich würde sagen, eine kannst du mitnehmen. Die machen wir auf. Zur Seite hier. Möchtest du öffnen? Ja, klar. Du machst das immer so spannend. Ah, hier. Ah. So, immer die Kamera. Wow. Das riecht auf jeden Fall schon mal nach Erdbeeren. Oh ja. Oh. Ja, aber es riecht nicht extrem eklig. Nee, nee, also wirklich für so ein dezenter Duft, ne? Ja, bin ich mal gespannt, ne? Hier hören wir einfach den frischen Shaker. Der wird ja sauber sein, ne? Übrigens, könnt ihr Spülmaschinen fest, Dishwasher safe, Microwave safe, Freezer safe und BPA frei. Ja. Das heißt, ihr könnt das Ding auch in eine Mikrowelle machen. Für Tee. Aber auf eigene Gefahr, ne? Ja, endlich wollen wir das anmixen, ne? Endlich. Ich muss gestehen, ich hatte die letzten Tage, weil ich so viel um die Ohren hatte, ich habe keinen Booster getrunken. Echt nicht? Ich habe bestimmt jetzt 4 Tage am Stück keinen Booster getrunken. Das ist doch schon Entzug, ne? Doch, ey, wirklich. Ich habe wirklich so, ich war auch müde wie Sau. Und ich hatte immer so, so stelle ich mir das vor, wenn du, also ganz, ganz eigenartig. Es kann, es ist ja ein bisschen gespritzt. Ja. Ich habe ja 50 Portionen drin, ne? 350 Gramm. Ja, wie immer, ne? Ja, bei Holy sind es 50, ne? Bei Level Up 40. Also ich sage immer, bis leer ist, ne? Ja. Man kann sich natürlich immer selber alles dosieren. Ja, ja. So, machen wir den schon mal rein. Deckel drauf und dann, es färbt sich schon rot. Einstellen. Das müssen wir uns so aneignen, so Barkeeper-Tricks. Ja, wir müssen da auf den Kursus. Volkshochschule, Barkeeper-Schule in Köln oder so. Wenn ihr eine gute Barkeeper-Schule kennt, ne? Ja. Schreibt's mal rein. Schreibt gerne rein. So Online-Kurs, ne? Wir wollen nämlich, dann können wir unsere Getränke nicht kostenlos selbst einfach machen. Das ist wie als All-Inclusive eigentlich. Ja, eben. Du musst einfach mit in eine Bar, ne? Jo. Nebenjob. Ah, verkaufst du selber. Ja, wenn es mit Pulverboys nicht mehr läuft. So, ich muss noch einmal. Ich habe extra noch mal Lappen besorgt. Feuchttücher mit Desinfektionsmittel drin. Da sind ja immer hier große Mengen von. Schütt mal einen hier. Ich bin gierig. Ich bin gierig heute. Gierig. Ui. Ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Farbe. Ja. Die sieht sehr rötlich aus, ne? Ja, riecht auch schon. Noch habe ich nichts gerochen. Aber es riecht nicht eklig nach Erdbeer bisher, ne? Weil Erdbeer ist ja ganz immer dezent. Also. Erdbeer kann ja manchmal, ich kenne das aus dem E-Zigarettenbereich, da ist zum Beispiel Erdbeer was das Schlimmste, was gibt. Ne? Ja, wer raucht auch Erdbeer? Ja, Leute mit einem Golf, wo hinten Soundsystem draufsteht. Ja, Prost. Prost. Was? Ja, was willst du sagen, ne? Ja.
Was willst du sagen? Also ich habe gedacht, das könnte jetzt der Geschmack von Holy werden, der mir am wenigsten schmeckt, hätte ich gedacht. Weil Erdbeere, da hatte ich Sorge. Mandarine, ich wusste nicht, wie das so. Weil bei Mandarine habe ich immer ganz oft die Sorge, dass es so, kennst du Mandarinen, die zu lange liegen? Ja. Da habe ich immer Angst vor. Ja, ist nicht so, ne? Nee, schmeckt doch. Schmeckt leider geil. Auf jeden Fall. Also wirklich so ein dezenter Geschmack. Also für uns gut, dass es lecker schmeckt, weil dann könnt ihr das über unseren Link kaufen. Findet ihr alles in der Beschreibung. Wunderbar. Und ihr kauft damit ja auch schon sehr, sehr fleißig. Also recht herzlichen Dank auch von unserer Seite aus. Besten Dank. Ich muss sagen, schmeckt wieder gut, ne? Das schmeckt geil. Schmeckt mir richtig gut. Also irgendwo habe ich das, glaube ich, auch schon mal getrunken, was ähnliches. Cocktail oder so. Ich weiß nicht. Das aber schmeckt dann auch überhaupt nicht süß, ne? Wie bei den anderen. Oh, und du hast einen schönen Fruchtkick. Ja. Du hast hinten dieses schöne so wirr. Von der Mandarine, wenn du eine frische, harte Mandarine noch hast. Und dann zusammen mit diesem Erdbeer-Dings-Flavor. Mega geil. Schon gut. Gut, noch ein Mixen. Schon alle, ne? Cool, wenn man sich so einen kleinen Shaker natürlich teilt. Liebes Holy-Team. Macht mal 3 Liter Shaker. Macht mal bitte wirklich einen riesen Shaker. Das wäre ganz, ganz toll. Da würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich liebe eure Shaker-Art. Weil hier geht nicht kaputt. Unanfälliger, ne? Genau. Zum Drehen. Ist wunderbar. Mixt viel gut. Also es ist Wahnsinn. Weil wir haben ja die anderen Marken. Und wir haben ja jetzt auch oft genug sehr, sehr viele Reihen. Ja, ja. Und wir werden heute ja noch eine Sorte probieren. Das seht ihr dann nächste. Also. Und ich bin gespannt. Ja, ja. Weil das ist extrem geil. Doch, also wirklich wieder. Jetzt auch kein, sag ich mal, gekauftes Gelaber, ne? Nee. Also es schmeckt wirklich. Man kann das wirklich aus ehrlichstem Gewissen. Empfehlen wieder die neue Sorte von Holy. Ich habe ja auch heute mich darauf vorbereitet, dass ich sage sowas, oh, schmeckt ein bisschen faulig oder so, aber nein. Und ihr wisst das, wir sagen das, also von dem her. Ja, geil, ne? Ja. Ach, Medaille, ja, wird schwierig jetzt. Ja, würde ich schon sagen, dass es wie Raptor ist, ne? Für mich ist das, ja, also ich würde sagen, das ist eine Goldmedaille. Auf jeden Fall, ja. es ist halt, es schmeckt einfach gut. Hat halt so einen richtigen geilen frischen Kick, gerade mit Eis, mega. Ja, also wenn es wirklich so schön kühl ist wie gerade, schmeckt es richtig gut und ist auch so ein Sommergeschmack, vielleicht ein bisschen spät noch rausgekommen, Mitte August. Ne? In der Theorie sollte es ja noch warm sein. Ja, jetzt haben wir aktuell leider wettermäßig 14 Grad. Wettermäßig vielleicht gerade nicht so optimal, aber ich sag mal so, der nächste Sommer kommt, der September kommt noch, da wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Eben. Von dem her und die Heizung können wir auch noch anmachen. Neuerdings ist ja auch im November warm. Ne? Und im Gamingzimmer bei 2 Rechnern irgendwie an und so was, werdet ihr wahrscheinlich sowieso ein wenig schwitzen, gerade wenn ihr kompetitiv spielt. Ja, geil. Doch. Fruitylicious passt aktuell. Mega geil. Richtig, richtig gut. Abschließend. Ja, weiß ich. Also ich würde sagen, falls ihr auf der Suche seid nach einem astreinen Gaming-Booster, der richtig lecker schmeckt. Reinstes Erlebnis. Ein reines, geiles Produkt. Und ihr möchtet kein Bullshit da drin haben, kein Zucker und. Wenn ihr also ein geiles Produkt haben möchtet, dann der ist es. Genau wie die Raptor-Sorte. Und wenn ihr das kauft, ich empfehle euch, nehmt unseren Link. Genau, unterstützt uns ein bisschen und damit wir solche Videos weiter produzieren können. Genau, damit wir dann halt auch die Sachen von den anderen Marken kaufen können, ne? Weil die schicken uns ja wenig zu. So ist es. Naja, wisst ihr Bescheid. Nein, also perfekt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch den Shark schon gegönnt habt. Ist ja schon seit ein paar Tagen jetzt raus. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, viele Leute haben bestellt, auch über unseren Link. Also so ein paar Bestellungen sind auf jeden Fall reingekommen. Die sind schon jetzt alle am Köstigen. Mhm. Ne? Die verkösten das köstliche Produkt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und besten Dank für den ganzen Support. Immer die gute, positive Resonanz. Freut uns immer sehr. Auch danke an Holy nochmal. Holy für die Unterstützung. Richtig. Da haben wir gar nichts zu sagen. Ne? Es schmeckt gut und Daumen hoch. Daumen hoch, ne? Also, meine lieben Freunde, Abo, Glocke, Kommi, bla, ihr wisst Bescheid. Bescheid, bis zum nächsten Mal. Genau, und wie war das? Wiederschauen und reingauen!